Moin! Jo, ich wollte euch heute ein CRKT-Modell kurz vorstellen. Und das ist eine Leihgabe vom lieben Alex, der noch in Mexiko weilt. Deshalb kam das Teil mal kurz zu mir. Ich hatte das auch schon mal kurz in einem der letzten Knife-Talk-Videos gezeigt. Ja, hier nochmal eine kurze Vorstellung. Ist ein Modell, das es so nicht mehr zu erwerben gibt, beziehungsweise es wird nicht mehr hergestellt. Taucht natürlich immer mal wieder auf, aber die meisten Shops haben das nicht mehr. Das geht um das Modell Hawk DOG, ja, vom Vater-Sohn-Team Hawk. Und das hat einige ganz interessante Sachen aufzuweisen. Deadbolt over Grab Step. Ich schieb's euch ansonsten hier nochmal rein, wenn ich mich jetzt falsch erinnere. Fragt mich bitte nicht, was Grab Step heißt. Kann ich euch gar nicht sagen. Damit können die immer wieder überzeugen, mit Innovationen, mit tollen Ideen. Die arbeiten ja wirklich viel mit Messermachern zusammen und übersetzen dann in ihre Serienlinie Custom Designs. Und das ist ebenso eins. Gibt es natürlich dann auch von den Hawk-Jungs. Ich werde euch mal einen Link in die Videobeschreibung packen. Da seht ihr das Kastenmodell. Da könnt ihr ja mal ein bisschen vergleichen. Das erste Besondere an diesem Modell ist, dass man damals von CRKT noch zusätzliche Griffschalen mitgeschickt bekommen hat. Ein anderes Paar. Moment. Dieses hier hat so eine Art, ja, ein Prisma ist es nicht, pyramidenartig, wie so ein Pistolengriff, ist Seitel. Das sind dann hier die anderen nochmal. Die gab es aber damals einfach ab Werk, serienmäßig mitgeliefert. Finde ich schon ziemlich cool. Kenne ich in der Form auch nicht. Die finde ich jetzt wirklich nur so lala, die Griffschalen. Fühlen sich nicht besonders angenehm an. Besonders viel Traktion geben die auch nicht. Ich denke, da wird der Alex dann selber tätig werden und irgendein anderes Material raufknallen. Und das wird dem Messer, glaube ich, auch ganz gut stehen. Aber ansonsten ist es ganz witzig, dass das serienmäßig kommt. Dann haben wir extrem dicke Aluminium-Griffschalen. Wirklich extrem dick. Eine 3,5 mm starke Klinge, die bis zur Spitze hin, bis 1 cm vorher, die Stärke behält. Also ist wirklich eine sehr, sehr, sehr stabile Klinge. Hohlschliff, ja, matt gestrahlt, wie man es von vielen Kershaw-Modellen kennt. Ist okay. Satin wäre mir lieber, aber ist okay. Hat eine ganz tolle Schneidphase, also ab Werk, super. Sehr, sehr symmetrisch für so einen Anführungszeichen günstigen Serienklapper. Produziert wurde das Teil seinerzeit in Taiwan. Da hat man dann auch schon fast die Erklärung, warum man das so sauber verarbeitet bekommt. Na, Fokus, schaffen wir das noch? Danke. 4504, das ist die Modellnummer. Klingenstahl müsste der AOS 8 sein, meine ich zumindest. Das ist der 8CR 13 MOV seinerzeit damals gewesen. Ist okay als Stahl. Ich persönlich halte den 8CR 13 MOV in allen Belangen für besser. Aber damit kann man durchaus arbeiten. Ne? Das war halt so der Stahl der Zeit damals, der oft bei solchen Messern verbaut wurde. Und geht auch voll okay. Hab damit nicht super viel gemacht. Hauptsächlich Essen, Obst und Gemüse und so geschnitten. Und ein bisschen Pappe. Hat alles ganz gut gemacht. Hat für die enorme Klingenstärke, für fast 4 mm eine sehr anständige Schneidleistung. Und ansonsten gefällt einfach alles. Dieser Verschluss hier, der setzt sich halt über eine Feder. Die steht halt auf Spannung. Hinter die Klingenwurzel oder auf die Klingenwurzel. Zack. Und dadurch wird es verriegelt, ähnlich wie ein Access Lock. Und das geschieht ausgezeichnet, kein Klingenspiel. Links, rechts nicht, auf und ab nicht. Trotzdem seidenweicher Klingengang. Die Klinge fällt fast von alleine zu, wenn man den Riegel wieder nach hinten schiebt.
Das macht schon Spaß, lässt sich über den Klingendurchbruch leicht aufwerfen. Und wie gesehen auch sehr leicht schließen. Also schon auch ein kleines Spielmesser. Ne? Performance gut, Spielspaß vorhanden, saubere mechanische, technische Verarbeitung. Gefällt schon sehr. Optik, ja. Klinge finde ich sehr schön. Griff ist so lala. Ist ein sehr, sehr dicker Griff. Muss einem gefallen. Ich fand es okay. Mir ist ein bisschen zu klein. Aber es ist einfach toll, solche Teile mal in der Hand zu halten. Das macht immer wieder Spaß. Was halt schön ist an diesem Lock, du hast ja keinen Liner-Lock, keinen Frame-Lock, der auf die Klinge drückt. Deshalb lässt sich das ganz, ganz leicht öffnen, entriegeln. Das macht einfach Spaß. Ganz seidener, weicher Klingenlauf. Und mit ein bisschen Übung lässt sich das halt wie ein Access-Lock öffnen und schließen. Ja, sehr, sehr cooles Teil. Dann haben wir noch ein Deep Carry Pocket Clip. Auch eine nette Lösung. Über eine kleine Torx ist hier so ein Halbkreis, eine Halbkugel verschraubt. Sitzt auch sehr sicher in der Hose. Sogar so sicher ist ordentlich unter Spannung, dass man da immer gut ziehen muss, damit man das Teil wieder rausbekommt. Recht mittiger Klingenstand, vielleicht seht ihr das auch schon, der Anschluss wirklich schön symmetrisch, umsetzbar. Unfassbar dicke, oder hier, einen dicken Standoff. Sehr, sehr cool. Saubere Verarbeitung, das macht einfach optisch was her. Es ist ein abgefahrenes Teil. Hab mich sehr gefreut, das mal in Händen halten zu dürfen. Wie gesagt, leider nicht mehr zu beziehen. Muss man im zweiten Markt mal die Augen aufhalten. Aber die Teile machen echt Spaß. Habe in letzter Zeit öfter ja wieder was von CRKT hier und die überzeugen mich doch immer wieder. Größenvergleich zum Paramilitary 2, zum Sword Peasant Knife, zum Comrade von Manley. Ziemlich die gleiche Länge und noch zum Victorinox Pharma. Ja, mal eine Kurzvorstellung von diesem kleinen Stachel. Ich glaube, das ist ein gutes Arbeitsmesser. Bringt eine sehr anständige Stabilität mit sich. Optik muss man natürlich mögen, aber das hat einige Highlights zu bieten und die sind schon sehr, sehr cool. War ein recht günstiges Messer damals. Sehr, sehr cool. Alles klar, das war das DOG von CRKT. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.